so mitten in der Nacht bei komischen monochromen Wolken. Ich habe keinen Bock und deswegen überspringen wir das einfach mal. Weil die Geschichte kennen wir schon. Und ich heiße dich herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Forest. Es gab ein Update und deswegen fangen wir wieder von vorne an. Das allseits bekannte Bild, die Version 0.08 ist wieder da. Hurra! Wir sind wieder im Flugzeug und das sieht in der Tat etwas anders aus, würde ich sagen. So wie ich das vom letzten Mal in Erinnerung, auch die Symbole, Symboliken, Symbole sehen auch etwas anders aus. So ist das und ach, gucke, die Türen sind da. Hurra! Der olle Schrittzähler, den wir eigentlich gar nicht brauchen, weil Diät machen müssen wir nicht. Aber guck mal, jetzt sind die Türen hier drin. Jetzt kannst du wieder nicht einfach so rausgucken. Ach, die lang. Du kannst zumindest hier auf die Kisten hüpfen. Zack. Okay, kann man das... Ach, alles klar, ist gefixt. Sicher. Und schon sind wir draußen. Jetzt hängen wir fest in der Tür. Hurra! So, zack, und wieder rein. Gut. Das war natürlich auch so. Er hängt da auch immer noch. Gille, gille, gille. So, wo wollen wir hin? Wir wollen... Wo ist denn die Dame noch? Fressi. So, der Alten nehmen wir das Ding noch aus dem Uterus. Und dann geht's auch schon wieder pop, los. Ich habe gelesen, so wie es ausschaut, ist es wohl auch hier eingetroffen. Es gibt neue Absturzstellen unter anderem in diesem Update. Treffen, bitte. Genau, und es soll auch in den Koffern viel... Oh, eine Taschenlampe, cool. Viel weniger Tennisbälle geben. Bums. Oh, sieht auch so aus. Also ich habe bisher noch nicht einen Tennisball gefunden hier in den Koffer. In der Koffer. Nö, Tatsache. Was ich auch mitbekommen habe, oder beziehungsweise gelesen habe, mitbekommen geht da noch gar nicht. Was ich auch gelesen habe ist, hallo, dass du wirklich einen begrenzten Platz hast. Du konntest ja vorher so viel Medizin aufnehmen, bis du blöd warst im Endeffekt. Und er hat es nur nicht mehr angezeigt. Er hat es nicht gezählt. Das soll jetzt nicht so sein. Also wenn dein Inventar voll ist, dann ist es voll. Dann hast du auch keine Chance, da noch irgendwas zu nehmen. Hoppel, hoppel, Häschen. Du hast ein feines Näschen. Luchi. Hallo, Luchi. Achso, und was ich auch noch mitbekommen habe, ist, dass die... Ja, guck mal, die Haut, die Lurchhaut, die sieht schon wieder ganz anders aus. Die soll auch anders sein. Naja, so wirklich viel anders ist es auch nicht. Es ist nur doch ein bisschen detaillierter. Ein kleines bisschen detaillierter ist es. Also sie soll anders sein, wie du jetzt schon erkannt hast. Vom Skin, vom Design her. Das haben die etwas geändert. Wenn du ein bisschen pochern hörst, das ist mein Nachbar oben über mir. Hallo Spiel. Dem sein Junior, es ist gerade zu Bett geht Zeit abends, und dem sein Junior, der macht abends immer ganz gerne so ein bisschen Terz, der möchte das immer nicht. Welches Kind will denn auch freiwillig ins Bett gehen? Außer es ist ein großes Kind. Denn irgendwann geht das Kind freiwillig ins Bett und dann stören die Eltern und nörgeln die Eltern rum und sagen, nun komm doch mal raus aus dem Bett. Junge, schlaf doch nicht den ganzen Tag. Du kriegst ja nicht mit aus dem, mit der Außenwelt, von der Außenwelt. Nicht wahr, nicht wahr? So, oh. Und es gibt vor allem auch neue Gebäude. Deswegen würde ich sagen, wir suchen uns nicht ganz großherrlich weit weg einen Platz, sondern wir bleiben gleich hier in der Nähe vom Flugzeug. Möchte ich mal so behaupten. Und bauen uns... Achso, Steine haben wir genug. Bauen uns hier... Lassen uns hier nieder, würde ich mal so ganz schräg vorschlagen. Entweder genau beim Flieger oder in der Nähe vom Flieger. Hier da oben, das sieht cool aus. Also als erstes bauen wir uns ein Baumhaus. Was ist das süß gewesen? Hast du das gesehen mit dem Häschen? Der hat so schön die Ohren aufgestellt. Das ist ja voll süß. Würde ich sagen, wir gehen mal ins Buch und bauen uns hier erstmal ein Baumhaus. Shelters. Da war das Baumhaus gewesen. Wo war denn das gewesen? Hey, Alpine Treehouse. Cool, dann nehmen wir doch mal das. Cool. Kann man das drehen? Nee. Drehen kann man nicht. Na gut, dann setzen wir das da hin. Ach, das sind die gesammelten Stöcker hier. Okay. Die Waschbären. Die Waschbären habe ich auch gelesen. Die sollen sich jetzt mehr im Rudel aufhalten.
wie man auch sieht. Ja, es wird immer realistischer. Das finde ich voll gut. Ich hoffe und wünsche mir, dass das Spiel wirklich schnell, schnell, schnell fertig wird. So, was brauchen wir? Wir brauchen 12 Stickies insgesamt noch. Und zwei, Alter, 32 Loks. Hammer. Aber dann haben wir zumindest vor den Eingeborenen ein bisschen Einheit. Und dann können wir uns auch ein großes Lagerfeuer, habe ich nämlich gelesen, gibt es auch. Können wir das bauen? Das finde ich ganz gut. Dann klopfen wir hier aber jetzt erstmal durch. Ich hoffe, man hört das Klopfen, dass das Mausklacken nicht allzu wild. Ich habe auch gelesen, dass die Axt, die bessere Axt, dass die jetzt wieder mitspielen soll. Angeblich soll auch eine andere Animation sein hier, was jetzt das Tragen der Hölzer betrifft. Kann ich aber noch nicht so wirklich feststellen. Ruskel der Waschbär. Juhu! So, wo ist denn das andere Holz? Da ist das Holz. Holz! Da, ey, da holt der wieder weg. Hallo! Bleib mal stehen hier. Du musst hier oben hin. Komm! Komm, komm, komm. Deswegen, wir bauen... Cool, die Treppen sind schon fertig. Kann man da schon hoch? Nee, schade. Hätte ja klappen können, dass man zumindest die Treppen schon hoch kann. Was machen wir? Machen wir hier den Wald. Pass auf, dann machen wir hier vorne mal eine Schneise rings ums Haus herum, dass wir mal so ein bisschen in den Wald reingucken können. Weil wir sind diesmal nicht wirklich an der Küste und wir haben nicht wirklich einen Teich in der Nähe. Wobei ich ja sonst immer ganz gerne zu meinem geliebten Schwanensee gehe. Was ich aber feststellen muss, ist, dass die Bäume hier relativ schnell durchgehackt sind. Das ist natürlich cool. Da soll es den Maus geklackert. Ich war ja gesagt, Tastatur geklackert. Nicht wundern. So, da ist ein Seppo und da oben ist der andere. Alter, was geht denn hier los? Der andere Seppo. Ich habe auch im Moment nicht wirklich den Überblick, wo ich hier gerade bin. Aber das kriegen wir auch noch raus bei Zeit. Das machen wir alle. Ruhig die erstmal. Das machen wir in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Da gehen wir noch mal so ein bisschen erkunden, was hier so los ist. Aber auf jeden Fall wollen wir hier erstmal die Ski-Alpine-Hütte machen. Vielleicht wird es ja dann auch Winter. Oh. Kozlowski hat wieder mal keine Kraft. Hurra. Knüppelrudi, sieh zu hier. Ich glaube, ich laufe zu viel, ne? Knüppelrudi? Alter. Eben sage ich noch, die Bäume gehen schneller durch und schon hat Knüppelrudi keine Kraft mehr, hat auch keinen Zug drauf. Aber sonst hier immer schön 5 gegen 1 spielen, ne? Geht ja gar nicht so weit. Unmöglich. Aber allein wegen dieser Spielerei 5 gegen 1 müsstest du doch im rechten Arm Kraft haben. Da. Verstehe ich nicht. Andere Geräusche? Okay. Zack, den nehmen wir auch noch mit. Da oben haben wir. Knüppelrudi seine Stämme. Hier war noch ein Doppelbaum. Ziemlich viele tote Dinger hier liegen hier rum. Okay, finde ich schon geil, was sie hier gemacht haben. Doch, gefällt mir bisher das Update. Wollen wir mal gucken. Ich habe auch mitbekommen... Ich habe auch mitbekommen, dass man Karnickelfeilen jetzt richtig bauen kann. Also nicht nur die Aufbewahrungsboxen, sondern richtig auch diese Karnickelfeilen. Das ist das, was wir auch noch machen werden, um einfach mal zu beobachten, ob die Viecher da reinlaufen und wie die sich dann verhalten da drin. Ob die da wild schreien, quietschend. Nein, 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 nein. Ey, das geht zumindest. Man kann den Baum zumindest lenken. Das ist gut. Nehmen wir den ersten weitesten hier, würde ich sagen. Ist aber schnell. Zack, zack. Bevor du ganz abhaust hier. So. Habe ich gelesen, dass du... Wird das dunkel? Schon? Habe ich gelesen, dass du... wie gesagt, diesen Karnickelstall bauen kannst, beziehungsweise auch die Karnickelfeilen, damit du...
Bleib hier, du Arsch. Hoch, dass du die auch vernünftig jetzt einfangen kannst. Das heißt, du kannst sie nicht mehr im Vorbeilaufen. Ich dachte eben schon. Dass du die nicht mehr im Vorbeilaufen einfach so angrapschen kannst. Gibt nämlich keinen Grapscher mehr. So, wir snacken uns erstmal ein Snickers, damit wir wieder ein bisschen Platz kriegen. Ja, scheiße. Patsch. Hä? Wo ist denn der Rest hin? Kann da nicht nur zwei so ein Dinger rausgekommen sein? Ach, die kommen vom Himmel geflogen. Gucke, hier kommen auf dieser Insel jetzt kommen eben die Baumstämme. Rehe! Porno! Heiner? Cool. Süß. Jagen wir auch. Huch. Ja. Wie, wo war ich stehen geblieben? Achso, bei den Karnickel fangen. Also du sollst sie jetzt nicht mehr so angreifen können. So im Vorbeilaufen halt, ne? Sondern du musst sie jetzt wirklich fangen. Was ich eigentlich auch nicht so ganz realistisch finde. Weil, wenn ich mal eine Karnickel hier zu Hause, ich habe ja auch Kaninchen, wenn ich die an den Schopf fasse, dann habe ich die. Also, ich weiß es nicht. Das soll auf jeden Fall nicht mehr gehen, aber dafür soll es funktionieren eben mit dieser Falle. Und die bauen wir in jedem Fall, die Falle bauen wir in jedem Fall, damit wir dann auch einfach mal beobachten können, wie das so geht. Genau. Ja, was ist noch neu? Ja, die Axt soll angeblich wieder da sein. Das Schiff soll auch wieder sehr häufig da sein. Man soll es also auch wieder mit bloßem Auge sehen können. Und nicht immer mit einer Lupe. Manchmal muss es das hier wirklich suchen. Oh. Süß. Ich finde das voll süß. Vor allem mit den Ohren. Voll geil. Voll geil. Ich finde das voll, voll süß. Voll niedlich. Voll niedlich. Die Rehe. Vielleicht können wir die ja von hier oben, obwohl es ist schon wieder kein Rundumfenster drin, ne? Ich würde mir so ein olles Rundumfenster wünschen. Dass du wirklich von allen Seiten gucken kannst, nach allen Seiten rausgucken kannst. Den wollen wir nehmen. Das würde ich mir natürlich mal wünschen. So eine olle Baumbutze, wo du wirklich links, rechts... 8 Stück noch, cool. Wo du wirklich links, rechts, oben, unten, vorne, hinten schauen kannst. Das wäre natürlich ganz geil. So, dann hauen wir den noch drum. Und dann sollten wir eigentlich auch schon... Achso, nee, 8 brauchen wir noch, ne? Genau. Also 2 Bäume noch und dann haben wir es eigentlich raus. Und dann haben wir das neue Haus. Cool. Los, ja, du Idiotenbaum, ehrlich. Na toll, Alter, jetzt kann ich hier aber wirklich Attackenlauf machen. Wo ist denn der? Da. Ich dachte schon, die rollen sonst wohin, ey. So, noch 2. Ah ne, 4 meine ich. Noch ein Baum. Den nehmen wir. Den nehmen wir doch glatt von hier. So. Huch, muss auch treffen, Macker. Oh, jetzt hat er wieder keine Kraft, der Ochse, ey. Meine Güte. Ich laufe zu viel wahrscheinlich. Oder er ist fauler geworden. Aber das mit dem abfließenden Berg ist hier immer noch. Und dann das Lustige ist... Doch, hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen. Lui. Och, Arschloch. Wo sind die hin? Da ist er. Ist ja wie ein Wiesel, ne? Jetzt ist er weg. Herr Lurch? Hallo? Hallo, Herr Lurch? Ja, weg ist er. Keine Ahnung. Das ist mir echt immer wieder ein Rätsel. Wie schaffen die das, dass die Viecher hier einfach immer wieder verschwinden? Oh, die Rehe.
Hallo, Rie. Komm. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Feigling. Deinen Arsch kriege ich auch noch. So, welchen Baum wollte ich denn? Ich wollte den hier haben, ne? Den Baum. Hier, zack. Da ist er. So, den krallen wir uns jetzt auch noch. Und dann ist das Häusle fertig. Und dann können wir zumindest schon mal speichern, die Folge. Das finde ich natürlich voll gut. Wir vergeuden also nicht mehr allzu viel Zeit mit dem Rumlaufen. Wo ist denn Campbau und so? Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Vorsicht! Aber die Bäume sind immer noch wie ein Bindfaden. Kannst du sagen, was du willst. So, dann müssen wir auf jeden Fall noch ein Campfeuer machen hier. Und dann müssen wir uns auch überlegen, wie bauen wir das? Denn es ist jetzt mit diesem Update... Es tut mir leid, dass ich euch so ein bisschen stören muss hier, diesen Rehchen. Denn mit diesem Update ist es so, dass die Ureinwohner und auch die Kannibalen durch das Feuer bring, angezogen werden. Oh hier, da ist sogar ein bisschen in der Luft. Hoffentlich komme ich da hoch. Hoffentlich kriege ich einen hoch. Coolitschka. Guten Morgen, meine Untertanen. Ich heiße euch willkommen in Bad Poppytown. Bad Poppytown ist in Bad Waldesloe. Jo. Weitermachen. So, wir gehen jetzt hier erstmal speichern. Können wir doch nicht? Doch, wir gehen speichern. Hier, da, speichern. Speichern. Und das haben wir gemacht. Das hört sich im... Was ist denn das? Stein. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt haben wir... Eigentlich fehlt tatsächlich... Ach, das ist die Sonne. Eigentlich fehlt tatsächlich hier ein Fenster drin. Muss man ja mal so ganz klar sagen. Ganz, ganz klar. Ich muss mal ganz kurz hier so ein kleines bisschen mein Spiel lauter machen. Ich höre das hier nämlich alles nicht. Die Musik fehlt hier auch irgendwie. Kann das sein? Oder höre ich das mal wieder nur nicht? Ich bin mal wieder taub. Nee, es gibt keine Musik. Nee. Gibt keine Musik. So, gespeichert haben wir. Was wollt ihr noch? Achso, ein Campfire wollte ich doch bauen. Kann man das hier oben zufällig? Huch. Kann man das hier oben zufällig, das Feuerchen? Tück. Und das? A large, longer-lasting fire that can be seen from afar. A longer-lasting fire that you can also relight if you goes out. And the beat goes out. Aha. Ein großes, das ist ja das, was wir kennen, das Basic Fire. Das ist das Standing Fire und das ist der Fire Pit mit den Steinen. Und das hier ist jetzt neu. A large, longer lasting fire that can be... Können wir hier natürlich nicht machen. Ach, da unten ist es. Siehst du das? Alter, was ist denn das für ein Klopfer? Bäm, Alter. Mega fett. Oh, das knallen wir. Nee. Das knallen wir hier unten hin. Direkt vors Flugzeug. Zack. Was brauchen wir denn hier? 5 Gatherlocks und noch 3 Stickies. 1, 2, 3. Haben wir die Stickies nämlich auch durch. Das passt. Das war jetzt hier irgendein Kind im Hintergrund. Das hat die Tür aufgemacht und wieder zu. Das war ein wenig laut. Aber soll uns hier im Let's Play jetzt gerade nicht stören. Nun klopfe. Klopfe wie ein Gott. Und mach die Axt mal Schrott. Juhu! Oh, es wird dunkel. Schnell, beeil dich, wird dunkel. Gleich kommen wir Besuch. Besuch. Oder es ist halt hier nicht so hochfrequenziert. Das wäre natürlich cool. Dann können wir erstmal die ganzen... Ja, Knüppel-Rudi hat wieder keine Kraft. Dann können wir nämlich erstmal... Also irgendwie kann es sein, dass die Kraft hier schneller verschwindet. Der Himmel. Hammerfett. Da. Entschuldigung.
Nee, dann können wir nämlich zumindest hier erstmal so ein bisschen bauen. Der Flieger hat noch Saft. Wieso hat der Flieger noch Saft, bitte? Das ist ja völlig uncool. Eigentlich müsste die Batterie ja auch weg sein. Geht ja gar nicht. So, was brauchen wir noch? Ach, scheiße. Ein Holzlok noch. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir den vom Flieger, ne? Ich meine, wir futtern hier nochmal so einen ollen Riegel, oder? Ne, der gibt Energie. So, dann haben wir zumindest noch mal ein bisschen Power hier, dass wir dann das Feuer noch anstecken können. Dann wollen wir mal gucken, wie voll hell der Wald leuchtet. Das wäre nämlich völlig genial. Und dann können wir uns auch gleichzeitig noch was zu fressen brutzeln. Wahrscheinlich kannst du dann nicht nur ein Vieh reinhauen, sondern mehrere. Flieger kaputt. Oh. So, der liegt still. Dann nehmen wir den. Was ist denn das? Ach, das ist Rasen. Ich dachte, da bewegt sich was. So, steck mal an. Und wenn wir weiter weggehen wahrscheinlich. Hey! Ach du Scheiße. Ich hab's genau gewusst. Nein! Oh. Los, weg. Haben wir gleich Besuch gekriegt. Dabei wollte ich doch nur was zu futtern machen, ey. So eine Scheiße. Ob wir diesen Vogel loswerden oder nicht, das erfährst du natürlich in der nächsten Folge von The Forest. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. So, ich geh schlafen. Komm. Das machen wir auch noch. Ich hab Angst. Vielleicht sehen wir es nicht. Gute Nacht. Ja, Freunde, während ich noch hier im Endscreen bin und mich noch mit den Eingeborenen rumärgern muss, neues Update, neue Folge, neues Glück, Neuanfang. Finde ich geil, dass wir hier so eine alte Skihütte bauen konnten. Fehlt mir natürlich noch so ein Fensterchen auf jeden Fall, beziehungsweise so ein, zwei Fensterchen, dass man wirklich mal so einen Rundumblick hätte. Oder eine komplette Außenterrasse, das wäre auch noch ganz cool, dass du eben einmal außen rumrennen kannst, um zu schauen. Das würde mehr Spaß machen. Na gut, wir haben das große Feuer gebaut, was ich auch ganz geil fand. Das brannte richtig gut, lichterloh. Nächste Folge machen wir auf jeden Fall was zu futtern, weil ich habe echt Knast, muss sein. Und dann sehen wir weiter, ob und wie wir uns mit den Eingeborenen rumschlagen können. Danke, bis dahin. Tschüss!